Hey ho, meine Lieben. Habt ihr das gesehen? Hier hinten läuft schon die Smoggerratte. Heute machen wir Spare Ribs von der Smoggerratte. Also, der Smoker heißt Ratte. Nicht, dass ihr meint, ich tue jetzt eine Ratte smoken. Die es noch nicht wissen. Gut, schauen wir gleich mal hier runter, was ich alles hergerichtet habe. Und dann legen wir auch schon los. Viel ist es ja nicht, was wir heute brauchen. Erstmal schöne Ribs. Das sind Baby Back Ribs von My Steak Shop bestellt. Leute, von der Qualität her, ich finde die Dinger einfach hervorragend klasse. Ich habe jetzt schon mehrere gemacht und ausprobiert. Bei denen geht die Silberhaut gut runter. Man braucht sie nicht zurecht cutten. Ey, die Dinger sind für mich meines Erachtens nach perfekt. Gut. So viel dazu zum Wappen, weil er ja gestern bei mir war zu Besuch. Nehmen wir heute gleich nochmal den Sweet 60 Swap vom Philipp. Also, wenn er es doch schafft, mir zuzuschicken, er hat was gesagt für meine Fans, macht er extra einen Rabattcode. Wenn ich den noch rechtzeitig kriege, verlinke ich das unten. Und ja, dann haben wir hier das Butcher Paper von Roy Spice. Da werden wir die Ribs dann gleich einpacken. Jedes einzeln. Eine Schnur zum Pakete schnüren. Noch eine Butter. Ja, und eine Schere für dieses Paper zum Zurechtschneiden. Aber jetzt fangen wir erstmal mit den Würzen an. Da wird mir jetzt gleich die Saskia helfen. Ich mache jetzt bloß den Beutel schnell auf. Tja, und dann hole ich mir Handschuhe. Saskia. Saskia! Jetzt komm halt schon! Nein, sie steht schon fast oder ist schon fast neben mir gestanden. Gut, dann zoomen wir mal hier ein bisschen ran. Und du darfst mir jetzt wieder schön das Gewürz drüber streuen. Massig und das reichlich. Hau drauf. Gut. Insgesamt haben wir 4 Leiterstränge. So. Bitteschön. Gut. Natürlich wäre es jetzt noch sinnvoll gewesen, das Gewürz früher drauf zu tun und schön einwirken zu lassen. Ja, irgendwie ist heute alles drunter und drüber gegangen. So, jetzt bitte hier ein bisschen noch, da braucht man gar nicht zu viel. Silberhaut habe ich übrigens drinnen schon entfernt. Ab da noch ein bisschen mehr. Weil ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, wie man die Silberhaut entfernt. Und wenn nicht, es sind 1 Million Rip-Videos auf YouTube verfügbar. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. So, hier rein jetzt bitte auch noch ein bisschen. Jawohl. Okay, dann kannst du das Beutelchen zumachen. Und Dankeschön. Bitteschön. Dann geht's gleich weiter. Butcher Paper rausholen. Hm? Ja. Hol die komplette Rolle raus. Und jetzt schneidest du es hier. Ja, und so wie das Brett hier ist, hier einmal ab. Ich
So. Dann nehmen wir unser erstes Ripperl. Dann darfst du die Butter aufmachen. Vorne ans Eck hinlegen und ein paar dünne Streifen runterschneiden. So ein paar, ja, ein bisschen dicker. Ja, das sind die richtigen Butterflöckchen. Wie viele? Ich würde jetzt sagen, 3 Stück reichen. Pro Rib. Na? Ich habe jetzt keine Lust, mich zu schneiden. Streich's da ab. Jawohl, nächstes. Sie ist sich noch nicht ganz sicher, wie sie es runterschneiden soll, aber es funktioniert. Wunderbar, wunderbar. Und dann können wir unsere Rippchen hier schön einpacken. Ja. Und verschnüren tun wir es nachher gleich. Jetzt tue ich erstmal alle 4 einpacken. Und dann zeige ich euch noch die Verschnürerei. So Leute, wir haben hier unsere 4 Rippäckchen soweit fertig. Und dann tun wir sie noch schnell verschnüren. Ja, das machen wir eigentlich ganz einfach. Funktionieren tut es ja eh nicht. Eh nie. Wie man es gern hätte mit diesen, tu mal deinen Finger hier drauflegen, legen, liegen, lagen, lucken. So. Aber man kann es probieren. Und siehe da, zwischendurch hat man doch einmal Glück, dass es vielleicht doch funktioniert mit der Verschnürerei, so wie man sich das vorgestellt hat. Na, jetzt muss ich bloß noch mit der Verknoterei hinhauen. So reicht uns das jetzt hier vollkommen aus, wie wir das verknotet haben. Und ich würde mal sagen, das sind schöne Rippäckle. Die werden wir jetzt gleich dann auf die Ratte drauflegen. So, ich mache die jetzt soweit fertig und dann sehen wir uns wieder. Ja, und dann können wir unsere Päckchen reintun. Die habe ich da für die Feuerkammer. Feuerbox, wir liegen hier bei 140, so in etwa. Und dann packen wir unsere Päckchen hier einfach mit drauf. Da hängen noch die, aua, die sind ja warm, die Klammern drauf. Und später werde ich die Päckchen bloß untereinander mal austauschen, beziehungsweise untereinander mal drehen. Smoken. Die Feuerbox lasse ich heute mal etwas weiter offen. Ich hau immer schöne Holzscheitel mit rein. Und ja, jetzt hat es eine schöne Hitze. Jetzt qualmt es auch nicht mehr so extrem oben raus wie beim Anfeuern. Achso, das habe ich euch gar nicht gezeigt gehabt. Naja, ist ja kein Beinbruch. Ihr wisst ja, wie man ein Feuerchen macht. Alle Luken offen. Ja. Alle Luken offen und einfach grillen. Schauen wir mal, wie hoch er wieder steigt. Aber ich denke mal, zwischen 130 und 140 Grad werden wir liegen. Dauer 2,5 Stunden jetzt einmal auf alle Fälle. Und später legen wir sie dann nochmal ohne Paper drauf. Dann würde ich mal sagen, das zeige ich euch nachher dann. Naja, heute war ich schon fleißig.
Ich habe hier endlich mal diese Holzpropfen hier fertig verarbeitet. Ja, ein paar mehr habe ich und hier habe ich noch was. So wie ich es letztens im Video gesagt habe. Meine Terrassendielenbretter, die... Die du heute aber nicht mehr hin machst. Nein, mein Schatz, die mache ich heute nicht mehr hin. Vielleicht. Du weißt jetzt, was als nächstes der Aktion ist. Jetzt kommt's. Denk dran, was das hier abgerissen hat. Oh je, ich muss die Dusche noch reparieren. Und das im Video. Danke, das musste jetzt sein. Ja. Ja, Leute, also Bau-Update-Video kommt demnächst wieder. Aber wir kümmern uns jetzt nachher erstmal wieder weiter um die Rips. So Leute, jetzt gibt es eine gute Nachricht. Ich würde mal sagen, das nächste Video ist wieder in 4K. Ich kann meine erste Cam abholen. Tja, und der hier, der brennt jetzt wunderschön. Rippchen habe ich, Moment, ich zeige es euch ganz kurz, mittlerweile so reingelegt. Wenn ich wieder da bin, werde ich sie einmal umdrehen. Schatz hat den Auftrag, ab und zu mal Holz nachzulegen. Und ich würde mal sagen, ja, bis nachher, bis ich wieder da bin. Ich bin wieder da, Leute. Und ich habe meine Actioncam wieder. Hurra! Wir können das nächste Video in 4K wieder drehen. So, Schatz hat gute Arbeit geleistet. Dann drehen wir jetzt die Rips einmal um die eigene Achse. Das mache ich aber jetzt schon ohne Handschuh. Na, da hängt der Fussel. So, drehen, drehen, drehen und den auch noch drehen. So, haben wir sie alle einmal durchgedreht. Und so bleiben sie jetzt noch kurz liegen. Wieder Fussel immer noch. Und, jawohl, ja, hätte ich gar keine Handschuhe anziehen brauchen. So lassen wir sie jetzt noch kurz liegen, bis sie 2,5 Stunden drauf waren. Dann packen wir sie aus, fangen unsere Soße auf, die sich da drin gebildet hat. Damit bauen wir uns dann noch ein leckeres Höschen, einfach mit Ketchup vermischen und nochmal aufkochen. Würde ich jetzt mal behaupten. Probieren wir es zumindest aus. Ja, und dann kommen die Rips ohne Paper nochmal in die Ratte rein. Gut, Leute. Bis nachher gleich. So, Freunde. Es ist soweit. Wir können unsere Rips rausholen. Sind die schon auf Tisch verkauft? Nein, die kommen noch mal kurz drauf, mein Schatz. So, ja, nicht die Finger verbrennen. Und dann packen wir sie schnell aus. Und weiter geht's. Hier drüben haben wir bloß noch Glut. Da mache ich jetzt ziemlich zu. Drehen, hätte ich jetzt fast vergessen. So, dann gucken wir mal, wie wir die am besten hier jetzt schnell auspacken, dass wir die wieder auf den Grill drauf bringen. Muss ich jetzt doch neben hinlegen. Das wollte ich jetzt vermeiden. Muss ich nachher Tisch putzen. Es dampft. So. Also ob sie Fall of the Bone sind, ich glaube es nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen, der heutigen Übung. Und jetzt tun wir sie dann eben nochmal rein, dass sie ein bisschen Farbe kriegen. Mm.
machen wir? Geh raus aus dem Paper. Ein bisschen. So. Na, ich glaube, viel mit Soße ist nicht. So, dann werde ich mal alle schnell auspacken. Ja, halt fest. Da auch. Das ist keins von deinen guten AMC-Messern. Das ist nicht so scharf. Oh, heiß. Huhu, haha. Ja, und so packe ich jetzt alles schnell aus. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir können es drauflegen. Und zumindest eins von den Ribs ist doch ja so halbwegs voll off the bone. So, jetzt legen wir die hier nochmal drauf, dass die vielleicht noch ein bisschen Farbe ziehen. Unter dem Eck. So, und ich glaube, mit dem bisschen Soße braucht man nicht viel anfangen, irgendwas basteln zu wollen. Da kippe ich hier jetzt einfach noch vorsichtig ein bisschen drüber. Ja. Und so lassen wir jetzt noch ganz kurz, ja, ganz kurz heißt eine halbe Stunde circa noch drin, bevor wir endgültig essen können. So, Freunde, mittlerweile wird es dunkel, wir haben Hunger und ja, ob sie jetzt noch ein bisschen Farbe gekriegt haben oder nicht, ich weiß es nicht, das sehen wir jetzt gleich, ja, wenn wir den Deckel aufmachen. Eins, zwei, oh, ich mag nicht, nee, doch. Ja, aber du, ja doch, ein bisschen Farbe haben sie noch bekommen. Ich werde sie euch aber drinnen nochmal bei ordentlichem Licht zeigen. Oh, die sehen gut aus. Auf Glasur habe ich heute mit Absicht verzichtet. Also habe ich nichts vergessen. So. Und dann wollen wir sie mal hineinbringen. So, Freunde, hier liegen sie. Sehen noch mal, ja, ganz lecker aus. Und dann werden wir sie mit Pommes verspeisen und einen leckeren Ketchup dazu. Aber jetzt gibt es noch ein schnelles Probierele. Mal ein bisschen andere Probierele-Position. So, ich schnapp mir hier jetzt einfach leider nur einen Knochen erwischt. Also eins ist zumindest wirklich richtig voll auf sie bauen. Klasse. Mhm. Dann noch Pommes dazu klauen. Ich sagen, Leute, wir sehen uns nachher zum Fazit. So, Freunde, dann kommen wir noch schnell zum Fazit. Ja, im Hintergrund scheppert's, die Mädel waren so nett zu mir und haben mich heute komplett von der Spülarbeit befreit. Gott sei Dank, ich danke euch recht sakrisch. Ja, dann kommen wir jetzt endgültig zum Fazit. Leute, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit der Smokerratte. In diesem Butcher Paper und natürlich auch der Ratte. Das Fleisch hat ja doch schon etwas anders geschmeckt. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich habe die Glasur vermisst. Für mich ist es noch das i-Tüpfelchen auf so einen Spare Rib oder Baby Back Rib, was es ja war. Und ansonsten, tja,
es war wirklich lecker. Den Unterschied von einfachen günstigen Rips zu diesen Rips, definitiv spürbar, merkbar, schmeckbar. Ja, Mädels, was sagt ihr noch dazu? Mega lecker geschmeckt. Mega lecker, sagt Saskia. Schatzi, was sagst du dazu? Auch. Na, dann ist ja alles wunderbar. Was es morgen am Ostersonntag gibt, ob es was gibt, ob ich was bastel. Leute, ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt dann am PC hocke und schaue, dass ihr das Video ganz schnell zu sehen bekommt. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao.